Ah, mit dem. Ah, verzierter Ring. Okay. Schwupp. Hab nichts gemacht, hab nichts gemacht, hab nichts gemacht. Lalalala. Hallo, Urak. Urok, oder? Egal, ich hab die Ringe. Jetzt will ich aber noch ganz gerne wissen, was da unten abgeht. Für eine Party. Also nochmal in die Müllgrube. Ja. wo ging's nochmal in die Müllgrube? Ich glaube, hier war das irgendwo. Haha, Müllgrube. So, ich hoffe, ich finde das jetzt auch gleich wieder auf Anhieb. Ja. So. Was ist denn mit dir passiert? Oh, Eisgeist, Eisgeist. Ah, der Gegenstand ist nicht auswendig geladen, ne? Egal. Oh, was ist denn hier passiert? Also irgendwie... Hier ist auch vor allem Öl. Legt das irgendwas frei, wenn ich das abfackel? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Rein gar nichts macht das Zeug nämlich. Na gut, dann bin ich hier vorhin gar nicht lang gegangen. Hier zu viele Wege. Fackelwürmchen. Alchemie! Oh, nee, hier war ich vorher auf jeden Fall noch nicht. Aber hier sehe ich noch einen Rubin und Feuersalze. Und die Atronachenschmiede. Lieber Neffe, es tut mir leid, dass ich euch nicht persönlich sehen kann, bevor ihr aufbrecht. Die Reise von Sadrit Mora ist zu dieser Jahreszeit trügerisch, sonst hätte ich euch besucht, als ich die Neuigkeiten hörte. Die Nord haben eine gute Akademie in Winterfeste und ich bin sicher, dass ihr euch dort auszeichnen werdet. Vielleicht wisst ihr, dass auch ich sie besucht habe. Zu meiner Zeit war ich ein recht guter Schüler der Beschwörung. Ich schicke euch meine Unterlagen zu etwas, was die Atronachenschmiede genannt wird, ein kleines Projekt, das ich in Winterfeste verfolgt habe. Erwähnt nichts der Fakultät gegenüber, sondern fragt eure Mitschüler nach einem Ort namens Müllgrube. Dort findet ihr die Schmiede. Einige meiner Notizen sind leider fort auf meinen Reisen Himmelsrand verstreut und verloren gegangen. Vielleicht findet ihr bei euren eigenen Abenteuern noch einige davon wieder. Die Atronachenschmiede bietet wenige Hinweise darüber, wer sie erbaut hat, noch weniger darüber, wie man ihr volles Potenzial erschließt. Nur durch planloses Experimentieren und ein paar angesenkte Augenbrauen habe ich ihre Funktion verstehen können. Die Schmiede besteht vor allem aus einem großen Podium von fast primitiver Machart, aber verziert mit der traditionellen dädrischen Oblivion-Rune. Sie weist einen Opferstock sowie einen hervorspringenden Hebel auf. Ich weiß übrigens nicht, ob das Ding Oblivion-Rune heißt. Ich weiß auch nicht, wie ich es euch sonst sagen soll, was das für ein Zeichen ist, wenn man es gegebenenfalls nicht sieht bei YouTube. Zudem ist ein großer Aufbau zu sehen, der offenbar ein großes, rundes Objekt aufnehmen soll. Ich habe jedoch nicht feststellen können, worum es sich bei diesem fehlenden Objekt handelt oder wie es sich auf die Wirksamkeit der Schmiede auswirken könnte. Die Schmiede wird aktiviert, indem man bestimmte Gegenstände in den Opferstock steckt und dann den Hebel betätigt. Die Schmiede verbraucht die Gegenstände und beschwört dann etwas auf das Podium. Die Beschwörung lässt sich zuverlässig vorhersagen, wenn die richtigen Gegenstände in den Opferstock gesteckt werden. Aber viele Kombinationen zeigen entweder keine Wirkung oder führen zu katastrophalen Reaktionen. Einmal habe ich eine wilde Ziege beschworen, nun zumindest den größten Teil der Ziege. Planloses Herumexperimentieren mit der Schmiede ist gefährlich. Auf den folgenden Seiten habe ich die Rezepte aufgeführt, die ich entdeckt habe. Mit dem einfachsten, aber vielleicht auch dem gefährlichsten verlässlichen Rezept könnt ihr einen Atronachen beschwören. Die beschworenen Krieger greifen allerdings das erste Objekt an, das sie sehen. Macht euch bereit für einen Kampf, wenn ihr Grund habt, diese Rezepte zu verwenden. Feueratronach, Feuersalze und Rubin, Eisatronach, Frostsalze und Saphir, Sturmatronach,
Salze der Leere und Amethyst, ja, das lassen wir mal hier liegen. Und dann schauen wir noch in diesen Kleiderschrank. Da sind nur Schuhe drin. Opferstock. Patronachenschmiede. Okay. Was es hier nicht alles gibt, Leute. So. In der Hoffnung, hier jetzt keine Gegner mehr zu finden. Weiter auf dem Weg. Warte mal, was war das? Eine rote Bergblume und das Zeug. Lederriemen. Für meine neue Lederkleidung. Ja, jetzt bin ich hier. Dann ab in die untere Müllgrube. Da war dieses Artefakt, soweit ich noch in Erinnerung habe. Hui! Da ging es, glaube ich, durch. Hier ist schon mal das Alchemielabor. Ah ja, perfekt. Perfekt! So, jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Ich speichere lieber vorher mal nicht, dass ich tot bin danach. Okay. Einfach rumprobieren, okay. Oh! Sterbe ich jetzt? Mami! Killt er mich? Wo bin ich? Ihr! Also raus damit! Okay. Welek sein. Wir sind hier unter der Akademie von Winterfeste. Das ist die Müllgrube, mein Freund, wo du hier bist. Ah, ich dachte schon, dieser Tag würde niemals kommen. Dann habt ihr also den bindenden Zauber gebrochen? Nun, es macht keinen großen Unterschied. Ihre Seelen sind dennoch im Reich des Vergessens gefangen. Und ich bleibe hier. Okay. Ihr kehrt dahin zurück, wo ihr hingehört, Dremora. Wo ich hingehöre, ist zurück an Bord meines Schiffes, der Abekian. Ihr habt nicht die leiseste Chance, mich zu besiegen, Welpe. Macht euch nicht die Mühe. Warum schließen wir nicht stattdessen einen Handel ab? Ich bin ganz Ohr. Diese Kinder sind ohnehin tot. Mich zu töten, wird sie nicht zurückbringen. Ich dagegen habe meine Zeit auf Mundus gut genutzt. Lasst mich frei. Dann teile ich etwas von meinem Reichtum mit euch. Welcher Reichtum ist denn das? Vor Jahren habe ich in der Nähe einmal Beute verstecken müssen. Wir hatten eine kaiserliche Galeone vor der Küste versenkt. Gute Ware, aber wir konnten nicht allzu viel mitnehmen. Wir versteckten, was wir nicht tragen konnten. Und ich verbarg die Stelle mit einem Trick, den ich kenne. Ich kann euch die Richtung zeigen. Und dann gehen wir beide unserer getrennten Wege. Namen haben Macht, Bürschchen. Das solltet ihr inzwischen wissen. Sagt einfach... Welek sein, ich lasse euch frei. Puff, gehe ich meiner Wege. Ich lasse ihn, glaube ich, frei. Ich will den Schatz haben. Kluges Bürschchen, nehmt die Karte. Die Beute ist dort versteckt. Sie zeigt sich euch
wenn ihr in ihre Nähe kommt. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Sterblicher. Interessant. So, und jetzt erklärt mir mal, wo das ist. Ha, das ist jetzt. Das ist jetzt wirklich. Das ist jetzt eher ein wenig verwirrend. Objekte, Bücher. Wo soll das sein? Kann ich das irgendwie umblättern? Nee. Es hat keine zweite Seite oder so. Eine Statue im Vordergrund. Habe ich das jetzt irgendwie als Quest oder so? Nein. Nee. Ah, Moment mal. Ich glaube, ist nicht weit weg von hier, kann das sein? Da oben haben wir jetzt. Warte mal kurz, Leute, warte mal. Ja, ich muss nur noch diese Statue da links finden. Also es muss hier irgendwo sein eigentlich. Diese Krypta auf diesem Berg hier, die kann man sehen. Und der große Berg da dahinter ist auch verzeichnet, da wo die Akademie draufsteht. Jetzt muss ich hier nur noch ein Schiff in der Nähe finden. Beziehungsweise muss ich jetzt erforsche ich erstmal das Ding da oben. Dann muss ich so eine Statue von Talos oder was das auch irgendwie war, keine Ahnung jetzt. Muss hier irgendwo so eine größere Statue noch geben. Jetzt erstmal darauf kommen irgendwie zu diese Krypta da mal oder diesen Ort da erforschen. Ansonsten bin ich, wenn ich das jetzt nicht gleich finde, dann bin ich einfach auf eure Hilfe angewiesen. Ja, ist da vorne. Ah, hier vielleicht? Da ist die Akademie. Nein, also ich glaube, ich werde auf eure Hilfe angewiesen sein, meine lieben Freunde. Mir öffnet sich nicht. Oh, ich habe einen roten Punkt auf meinem Radar. Also zum Skelett hier. Kannst du mich jagen mit dem Zeug da? Stirb, du Sack. So.
So, du hast doch sicher Nordpfeile dabei. Her damit. Aha! Ah, okay. So kann es natürlich auch gehen. Och nö, Draugr, Todesfürst! Haben wir uns nie gesehen? Mami! Lydia, jetzt mach nicht schlapp hier, ja? So will ich das hören, Lydia. Hallo? Ne. Jetzt kommen wir ja nicht auf die Idee, auf mich loszugehen. Ah, kommst du nicht hoch? Schwucke. Hihi. Da, eat. Moment, ich muss mal, ich glaube, ich muss jetzt... Hat der mich entwaffnet, der Drecksack? Waffen? Der Lydia wahrscheinlich auch entwaffnet. Elfenbogen des Animus. Jetzt muss ich den wieder unter... Na, wo ist er denn da? Zwei, Nummer zwei, so. Komm her und in dein Gesicht, du Penner! Schrei mich ja nicht an! Sonst schrei ich dich nämlich an! Ha, jawoll, ja! Schießkunst verbessert und... Finisher! Pow! Oh, da... Hat ihn leider nicht... Ah doch, es hat ihn jetzt doch getötet. Also es sah jetzt irgendwie gerade komisch aus. Aber irgendwie ist jetzt nichts passiert erst. Na gut, egal. So. Ja, deine Nordstreitaxt da ist für mich ja schon seit 100 Jahren nicht mehr... ein orkischer Dolch. Gift der Magiker. Skelett habe ich mal hier ein bisschen durcheinander geschrien. So, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo sich, wo sich hier das, dieser Schatz verbirgt. Also Leute, da warte ich jetzt auf euer Feedback. Das finde ich doch vorher schon irgendwie raus. So, Lösung der Regeneration. Jawohl. Achso, das Lehrlingstruhe. Das sollten wir doch gebacken. Ah.